Ja, jedes Jahr kurz vor Ende der Sommerferien ist es wieder soweit. Die deutschen Schulen kriegen Panik, weil sie Stundenpläne machen müssen. Und dann gibt es immer verschiedene Ansätze. Der einfachste Ansatz ist, 5 Lehrer setzen sich 5 Tage lang in einen Raum und verschieben so lange Stunden und Schüler und Kurse, bis es klappt. Dabei kommen nicht immer die optimalen Lösungen für die Schüler rum. Und wir dachten uns, das ist ein Problem, das man gut mit Computern lösen kann. Ja, dafür gibt es tatsächlich auch schon Lösungen. Das Problem ist, die sind sehr teuer und die meisten Schulen sind chronisch pleite. Und außerdem sind die Lösungen nicht quelloffen. Das heißt, die Schüler können sich nicht angucken, was eigentlich ein guter Stundenplan in den Augen des Programms ist. Und dann kommt, weil die Schüler nicht das Programm bezahlen, sondern die Schulen, meistens nicht für sie der optimale Stundenplan raus. Und da dachten wir uns, das können wir vielleicht besser. Ja, so hat sich dann das Projekt TOP entwickelt. Das ist ein Akronym, das steht für Timetable Optimization Project, auf Deutsch Stundenplanoptimierungsprojekt. Und es hat das Ziel, die zeitintensive und mühsame Aufgabe der Stundenplanerstellung zu übernehmen. Und das funktioniert so, dass das TOP aus 3 Teilen besteht. Einmal aus dem Frontend, dem Backend und dem Solver. Das Frontend ist, wie der Name eigentlich schon sagt, eine Website, die halt die Schülerdaten, Lehrerdaten, Fächer und Räume, wo die Daten dann hochgeladen werden. Und da wird es weiter übertragen ans Backend, dass die Daten dann zwischen dem Solver und dem Frontend austauscht, durch unter anderem der REST-API. Ja, und der Solver, der macht es dann so, dass er mithilfe von einigen komplizierteren Algorithmen die Schülerdaten und die anderen Daten zu einer kombinierten Datei zusammenfasst und, wie wir es halt auch schon versucht haben, das dann auch als eine Website darzustellen. Ja, und jetzt gebe ich das mal weiter an Lars, weil der kennt sich aus. Genau, ich habe am Solver mitgeschrieben und unser Gedanke war halt, dass so Stundenpläne zusammenstellen, das hat extrem viele Parameter, nach denen man sich richten muss und extrem viele, nach denen man optimieren kann. Zum Beispiel ist es immer schön, wenn man montags die erste Stunde frei hat. Und Doppelstunden sind generell auch angenehmer als Einzelstunden, weil das ist produktiver. Aber Dreifachstunden sind total ätzend, das heißt, die wollen wir wiederum nicht. Und dementsprechend kann man sich quasi endlos viele Optimierungsparameter ausdenken. Und das ist halt, wenn man das dann versucht, durch so einen Brute-Force-Ansatz zu lösen, einfach extrem ineffizient. Und deshalb werfen wir das Ganze in den Solver und generieren erstmal einen mehr oder weniger zufälligen Stundenplan, der noch nicht mal valide sein muss. Und dann lassen wir da so einen im Prinzip genetischen Algorithmus drüber laufen. Das heißt, wir gucken uns an, welcher Stundenplan ist der beste oder welcher aus einem Satz Stundenpläne, welche sind die besten. Die andere Hälfte werfen wir weg, dann duplizieren wir die guten, verändern die alle ein bisschen und gucken das nochmal. Das machen wir so lange, bis wir einen schönen Stundenplan haben. Und dann werfen wir das ans Backend und die fügen da dann so Sachen wie Namen und Fächerbeschreibungen und sowas zu. Halt diese ganzen lästigen Sachen, die Menschen lesen wollen. Ja, und dann fällt das übers Frontend wieder raus als Datei. Und wir hatten ein paar Probleme bei der Implementierung dieses tollen Optimierungsalgorithmus. Heute um 5.30 Uhr morgens haben wir es dann aufgegeben. Deshalb können wir nur das Frontend demonstrieren. Aber immerhin, das können wir demonstrieren. Ja, genau. Ja, wir haben vieles dabei gelernt, aber insgesamt ist uns aufgefallen, dass wir ein komplexes Problem sehr komplex dargestellt haben. Und das war, nun ja, sehr komplex. Und ja, am Ende kam dann nicht unbedingt eine Lösung raus, aber wir sind um einiges schlauer. Das war's? Ja. Sehr schön. Fail with Style. Danke.